Die Zollner Kunstwerkstatt war auch im Februar wieder einmal Schauplatz einer ganz besonderen Vorpremiere. Also das neue Programm heißt Frauen mit begrenzter Haftung. Und das ist von und mit Patricia Simpson und Steffi Paschke. Und das ist ein Kabarettprogramm. Und da geht es um zwei Frauen, die vom Schicksal zusammengeführt werden und sich eh noch lange und heftig gegen diese Zusammenführung wehren, bis sie dann irgendwann nicht mehr können. Dass das Kreative so in mir steckt. Und jetzt habe ich was Eigenes. Was mit Kunst. Entschuldigung, aber Kunst. Halten Sie doch die Pappen. Entschuldigung, ja. Ich weiß, Mund halten. Und es ist halt so, bei den Männern ist es ganz normal, nicht? Die stehen auf der Bühne und sind gleich Männer, nicht? Und wenn wir Frauen auf der Bühne stehen und dann wird man gefragt, ob man Feministin ist. Nein, natürlich nicht. Wieso auch? Ich meine, das ist ja eh ganz normal mittlerweile alles, hoffe ich doch, oder? Ja, und außerdem wollte ich noch dazu sagen, nur weil der Titel Frauen mit begrenzter Haftung ist einfach nur aus dem Gedanken heraus entstanden, weil wir halt nun mal zwei Frauen sind. Ich bin Tullnerin. Nein, nicht wirklich, ich bin in St. Andre Wörth. Also ich bin eigentlich auch nicht einmal Österreicherin, aber ich lebe schon seit lange, nämlich seit 16 Jahren in St. Andre Wörth und das ist ganz in der Nähe von Tulln. Und ich gehe hier in Tulln auch dreimal in der Woche auf die Powerplate. Und auf deinem Auto steht ein Tun. Ja, genau. Wir sind beide Single.